Ja, hallo zusammen. Ich grüße euch. Ich habe mir das Google Pixel 6 gekauft. Schon vorher habe ich alles, was es Informationen gab, aufgesaugt, war ziemlich gehypt eigentlich und habe auch recht hohe Erwartungshaltung gehabt. Auch beim Preis war ich eigentlich davon überzeugt, dass er relativ hoch angesetzt würde. Da war ich dann positiv überrascht, dass das normale Pixel 6, also ich spreche hier nur vom Standardmodell, doch zu einem recht günstigen im Verhältnis, günstigen Preis zu haben ist. Für 649 Euro offizielle Preisempfehlung ist das schon ein echtes Wort. Aber was ich im Anschluss alles so schon mitgekriegt habe, bevor ich dann mein Handy selbst bekommen habe und austesten konnte, das waren schon so die ersten Erfahrungsberichte, die spärlich dann so reinkamen. Und da kamen doch schon einige Negativpunkte bis zum heutigen Tag heraus, wo ich mir dann überlegt habe in den 2 Wochen, soll ich es behalten, soll ich es nicht behalten. Ob das nun wirklich entscheidende Punkte waren oder warum ich mich jetzt doch dafür entschieden habe, das soll Inhalt dieses Videos sein. Was wurde denn alles kritisiert? Ich würde sagen, der Punkt, der am meisten kritisiert wird, das ist der Fingerabdruckscanner. Meine Meinung? Zu Recht. Wie Google das machen konnte, dass sie hier so ein minderwertiges Teil einbauen, kann ich einfach nicht verstehen. Das ist am falschen Ort gespart, auf jeden Fall, meiner Ansicht nach. Da hätten sie ein bisschen mehr investieren müssen oder halt das technischer Seite in jedem Fall so bringen müssen, dass er zuverlässig und schnell reagiert. Das tut er nicht. Also das tut er auch beim Handy meiner Frau nicht. Der funktioniert etwas besser als bei mir, aber bei mir, das ist ein reines Glücksspiel, ob er funktioniert oder nicht. Also, und wenn, dann geht er relativ langsam, aber das wäre mir noch egal. Wenn ich mich jedenfalls darauf verlassen könnte, dass ich jedes Mal Erfolg habe, wenn ich den betätige, dann wäre das ja schon mal ein echter Zugewinn. Ist aber nicht so. 50-50 würde ich sagen. Also ein echter Kritikpunkt und eigentlich für viele sicherlich ein Grund, das abzulehnen, ganz klar. Ich habe da auch überlegt, gleich am Anfang habe ich das ja auch festgestellt, dass er nicht in Ordnung ist, habe auch mehrfach die Fingerabdrücke eingegeben, 3-mal den Daumen und 2-mal den Zeigefinger. Mit dem Zeigefinger geht es bei mir etwas besser, beim Daumen schlechter. Also es hat schon wohl irgendwie auch damit zu tun, wie die Struktur des Fingerabdrucks ist, aber wir wollen nicht drum rumreden. Ich komme von dem OnePlus 7T und da war das nie Thema, egal mit welchem Finger ich das gemacht habe. Das hat immer akkurat funktioniert und man hat auch noch die Gesichtserkennung gehabt, die Google hier völlig weggelassen hat. Gut, das war der Punkt 1. Punkt 2 war die Akkulaufzeit. Die Akkulaufzeit wurde auch häufig bemängelt. Da muss ich sagen, das ist natürlich eine Sache der persönlichen Nutzung. Wie nutzt man das Gerät? Ich persönlich habe so eine Mischung. Spielen tue ich so gut wie gar nicht drauf. Ich fotografiere schon mal häufiger und nutze es sonst eigentlich in sozialen Netzwerken und als Nachrichten versenden, ein bisschen surfen im Internet. Und da bin ich sehr zufrieden mit, muss ich sagen. Also da komme ich locker, ganz locker über den Tag und könnte es sogar noch über Nacht mal lassen und am nächsten Tag noch weiter nutzen. Je nachdem, wie viel ich es halt benutzt habe. Also völlig in Ordnung, meiner Ansicht nach. Kritisiert wurde auch die Displayhelligkeit. Das kann ich jetzt letztendlich noch nicht endgültig beurteilen. Im Vergleich mit meinem alten würde ich sagen, es ist auf gleichem Niveau. Da hatte ich auch schon keine Probleme. Im Moment haben wir eigentlich eher die dunkle Jahreszeit, sodass ich das noch nicht im Hochsommer getestet habe, wenn man da draußen unterwegs ist. Das muss ich abwarten. Aber im Moment fühlt es sich mal gut an, würde ich sagen. Viele haben auch geschrieben, bei ausführlichen Gaming-Sessions oder so, dass sich das relativ stark erwärmt. Diese Erfahrung habe ich noch nicht gemacht bis jetzt. Aber ich spiele auch nicht so heftig. Ich nutze es in einem normalen Maß. Und da wird es dann zwar schon mal warm, aber im völlig normalen Maß. Und da würde ich also dem keine Bedeutung beimessen. Das spielt für mich jetzt keine große Rolle. Dann gingen einige hin und haben auch das Kameradesign etwas bemängelt. Und zwar sind sie hingegangen und haben hier bei der Kamera diese Kanten bei dem Bump, diese scharfen Kanten bemängelt, dass sich dort Staub
drin absetzen kann. Mein Gott, ist das wirklich so ein Punkt, den man bemängeln muss oder kann? Jetzt ist es halt so, dass da eine Kante ist und da kann auch mal ein bisschen Staub hin. Da macht man halt kurz und weg ist es. Ne? Also ich kann es nicht ganz verstehen, wie man das überhaupt als Mangel darstellen kann. Aber na gut. Dann war noch ein Punkt, ja genau, dass es keinen Makromodus hat. Das stimmt. Und zwar weder die Pro-Variante noch diese normale Variante haben einen dedizierten Makromodus. Das finde ich auch schade. Allerdings gibt es die Möglichkeit mit der Hauptlinse, kann man also, da ist der Nahabstand, den man erreichen kann, dass es noch scharf ist, 10 cm etwa. Und dann kann man noch den digitalen Zweifach-Zoom einsetzen. Dieser digitale Zweifach-Zoom bietet noch eine recht solide Bildqualität, sodass man da schon recht nah an so ein Objekt mal ran kann. Es ersetzt sicherlich keine gute Makrolinse, das stimmt. Muss sich jeder überlegen, wie wichtig ihm die Makrolinse ist. Also ich bin damit klargekommen, obwohl ich eigentlich Makrofotografie auch gerne mag. Habe aber auch noch meine normalen Kameras halt, wo ich das dann ersatzweise mitmachen kann. Gut, was gab es noch? Ja, die Selfie-Kamera sei nur durchschnittlich. Ja, ist so. Die ist nichts Bemerkenswertes, aber sie ist auch nicht bemerkenswert schlecht. Also ganz toll implementiert im Selfie-Modus ist auch, dass man, also gerade wenn man jetzt Selfie-Videos drehen möchte in der Position, da kann man auch noch so eine Beleuchtung aktivieren. Ganz einfach, also die Menüstruktur ist übrigens sowieso sehr gut gelungen im Kamerabereich. Alles sehr selbsterklärend und da kann man also dann einfach draufklicken und tack, links und rechts von dem Bild, was man dann sieht hier auf dem Display, erscheint dann, wird dann aufgehellt. Da wird einfach der weiße Bildschirmrand recht hell und leuchtet dann das Gesicht ganz gut aus. Also mehr als ich gedacht hätte. Das ist eigentlich noch eine ganz gute Lösung und die Bildqualität an sich wird dann, wenn man dann abends filmt, natürlich auch nicht so schlecht, weil mehr Umgebungslicht da ist und deswegen halt die ISO nicht so hoch gedreht werden müssen und man dann noch eine akzeptable Bildqualität erhält. Also ich finde es ausreichend. Videos drehe ich jetzt sowieso nicht so viel. Selfies, für das reicht sowieso aus. Das ist ganz gut. Man sieht eigentlich noch viel zu viel von meinen ganzen Falten und von meinen Gesichtszügen. Das könnte sogar noch ein bisschen weicher sein. Also die Selfies sind eigentlich schon recht scharf, muss ich sagen. Also ich würde das nicht als Kritikpunkt sehen. Dann, was haben wir denn noch gehabt? Bei der normalen Kameras ist es so, dass auch bemängelt wurde von vielen, dass die interne Entwicklung, also die JPEGs, die das Gerät auswirft, wenn man einfach im Automatikmodus fotografiert, die interne Entwicklung ein bisschen überzogen ist teilweise. Also sprich, dass der HDR-Modus sehr stark greift, sprich, es wird alles ein bisschen zu stark aufgehellt. Die Schatten sind dann wirklich keine Schatten mehr, sondern sind sehr stark aufgehellt. Und teilweise auch die Schärfe sei etwas zu stark nachgezeichnet worden. Und ich muss sagen, in einigen der Fotos, die ich gemacht habe, kann ich das auch wirklich bestätigen. Und ich bin eigentlich auch kein Freund vom HDR-Modus. Eigentlich überhaupt nicht. Ich mag es gerne, wenn ein bisschen Kontrast im Bild ist. Also sprich, wenn ich helle und dunkle Stellen habe. Ich finde es toll, wenn eine Kamera das kann, dass sie irgendwo eine dunkle Sache ein bisschen was rausholen kann, aber nur, wenn ich das will. Vielleicht will ich von der Bildaussage her das gar nicht, dass alles sichtbar ist. Ja. Aber das ist so eine Sache, die kann man eigentlich ganz gut auch noch in der Nachbearbeitung hinkriegen. Die Fotospezialisten werden sagen, ja gut, ein JPEG nachbearbeiten und dann sowas machen, da kann nie richtig was bei rauskommen. Und das Foto war ja schon überschärft. Das stimmt natürlich. Wer halt das ganz richtig machen will, der muss dann halt den RAW-Modus wählen. Der ist ja auch vorhanden. Und dann kann man RAW fotografieren, also sprich die rohen Daten nehmen und die nachher bearbeiten. Allerdings muss ich dazu sagen, ich mache vielleicht nochmal ein separates Video zu der Fotosache, der bei Fotos integrierte Modus, wo man RAW-Entwicklung machen kann,
der ist eigentlich nicht nutzbar, weil dort keine hohe Bildqualität, zumindest bis zum heutigen Zeitpunkt, erreicht wird. Man muss ein externes Programm nutzen. Ich habe da so eins, was ich benutzen kann, da funktioniert das ganz hervorragend und dann kann man einfach seine Entwicklung selber durchführen. Dann hat man es nicht zu scharf, wenn man das nicht will. Man kann die Schatten so weit aufhellen, wie man es für nötig hält. Man kann einfach seinem Bild seinen Stempel aufdrücken, wie man das selber schön findet. Glücklich kann sich der schätzen, der mit der serienmäßigen JPEG-Entwicklung des Gerätes zufrieden ist, denn der macht einfach Knips und es funktioniert. Und ich muss sagen, in den meisten Fällen ist es auch so. In Normalsituationen im Alltag, bei normalem Licht und so, da passiert es eigentlich nicht. Da sind einfach die Bilder wirklich toll. Ich muss echt sagen, 90%, ja, sagen wir etwa 90% der Bilder sind wirklich toll. Die kann man wirklich schon vorzeigen und man hat auch kaum Ausschuss. Es ist unglaublich. Einfach draufhalten, abdrücken, es wird eigentlich so gut wie immer was. Das ist schon wirklich ganz erstaunlich. Und so soll doch eigentlich auch, meiner Ansicht nach, so eine Kamera in einem Smartphone funktionieren. Das ist die Kamera, die man immer bei sich trägt, weil man das Smartphone immer bei sich hat. Wenn ich mehr will, dann nehme ich halt meine richtige Kamera. Dann gehe ich richtig fotografieren, nehme mir Zeit dafür, mache RAW und wenn ich das will und habe auch natürlich dann eine wesentlich bessere Bildqualität nochmal. Für ein Smartphone ist die Bildqualität dieses Pixel 6 wirklich, wirklich erstaunlich gut. Tolle Sache. Mir gefallen die Farben, mir gefällt die Entwicklung, außer in diesen wenigen Fällen, wo HDR etwas zu viel eingesetzt wird und wo auch die Nachschärfung sich negativ irgendwie auswirkt. Gut, das war zu dem Punkt und dann das gleiche gilt eigentlich für die Videoqualität. Ich finde, auch wenn das bemängelt wird von vielen, dass das immer noch nicht das Gelbe vom Ei ist, mag sein, verglichen mit anderen, dass da noch mehr Luft nach oben ist, ganz bestimmt sogar. Aber ich war wirklich überrascht, wie erstaunlich gut die Stabilisierung der Videos funktioniert. Ich finde auch die Bildqualität absolut in Ordnung. Und wenn man bedenkt, dass dieses Smartphone 649 Euro kostet und die mit denen oft verglichen wird, bei der 1000-Euro-Marke sind oder noch darüber. Ich habe sogar schon welche gesehen, die haben mit welchen verglichen, die kosten 1600 Euro. Ja, hallo, was will man denn da erwarten? Fast das Dreifache kosten die. Da darf man auch erwarten, dass das natürlich bessere Bildqualität liefert, wenn der Fokus auf der Kamera liegt. Also im Großen und Ganzen würde ich sagen, für das Geld, für 649 Euro, ist der Kamerapart wirklich sehr gelungen. Und wir sind erst in der Anfangsphase. Es werden noch viele Updates kommen und ich nehme mal an, ich hoffe sehr, dass Google da bemüht ist, das noch weiter zu verbessern. Aus der Vergangenheit kennt man das ja schon, da war das der Fall. Und wenn sie nicht gerade wirklich komplett versagen, so wie beim Fingerabdrucksensor, das ist wirklich eine Schande, dann sollte das noch wirklich besser werden. Ich hoffe jedenfalls darauf. Würde mich echt freuen. Vielleicht kommen da auch noch ein paar Features, die wir noch nicht kennen, die noch besser werden. Tolle Sache. Noch ein Wort im Detail, vielleicht zur Qualität selber. Ich finde, dass sich das Gerät unglaublich gut anfühlt. Ach ja, mir fällt gerade ein. Haben doch tatsächlich einige noch bemängelt, dass das Material hier, dass es doch sehr rutschig sei. Tatsächlich? Glas ist rutschig? Das gibt's ja gar nicht. Und noch was. Glas. Ein völlig Glas. Auf dieser Seite, überall Glas. Würdet ihr sowas ungeschützt mit euch tragen und es dem Risiko aussetzen, dass wenn es runterfällt, einfach zersplittert? Weil Glas hat die Eigenschaft, dass es zersplittert, wenn es irgendwo aus großer Höhe auf einen harten Gegenstand, auf einen harten Boden fällt. Nein, ich würde es nicht tun. Also ich habe das jetzt zwar ausgepackt aus meiner Hülle, um es zu zeigen hier, aber natürlich trage ich das, wenn ich es benutze, tagsüber immer in einer guten Schutzhülle mit mir herum. Denn ruckzuck ist es mal aus der Hand gefallen und dann hast du den Salat. Also, wer ein Handy, das völlig aus Glas ist, was ja eigentlich noch diskussionswürdig ist, ob das sein muss, wer das einfach ungeschützt mit sich trägt, der ist selber schuld. Ist einfach so. Und selbst wenn es grippy wäre, wenn es eine angeraute Rückseite hätte, es ist immer noch aus Glas.
dann passiert es vielleicht nicht so leicht, dass es aus der Hand fällt, aber es gibt immer Situationen, wo es passieren kann. Also sprich, meiner Ansicht nach ist es Pflicht, eine gute Hülle zu verwenden. Okay, bevor ich mich hier um Tod und Teufel rede, komme ich mal so ganz langsam zum Schluss und zum Fazit. Wie gesagt, zur Kamera mache ich vielleicht nochmal selber ein Video, das werde jetzt sonst hier ein bisschen zu lang werden. Und ich mache auch wahrscheinlich nochmal eins zu den Hüllen. Ich habe da zwei Transparente, die ich vergleichen könnte und habe auch noch eine ganz billige schwarze Hülle. Vielleicht mache ich die alle dreimal in den Vergleich rein, mal gucken. Aber abgesehen davon haben wir eigentlich so ein paar wichtige Sachen mal besprochen. Zumindest meine eigene Sichtweise habe ich hier dargelegt. Fazit. Ich finde es rundherum gelungen, von der Optik über die Haptik, wie es sich anfühlt. Ich liebe Flat Displays, ist einfach mega geil. Android 12 haben sie unwahrscheinlich schön das gemacht mit den großen Tastenflächen, also Bedienflächen. Ob das jetzt zum Entsperren die Tastatur ist oder am Telefon die Tastatur ist, ist einfach groß und gut zu sehen, gut zu treffen. Für mich als älteren Herrn ist das auf jeden Fall eine Erleichterung. Ich finde es rundum gelungen und es läuft auch schnell und flüssig. Das Wechseln zwischen den Apps ist einwandfrei. Also ein perfektes, für mich wirklich perfektes Handy, das auch toll aussieht, das ich gerne benutze, super gerne in der Hand habe. Meiner Ansicht nach für die Größe auch nicht zu schwer ist. Im Gegensatz zu den anderen finde ich diese 200 Gramm einfach nicht zu schwer. Ich finde es tipptopp. Das Einzige, was ich wirklich nachhaltig bemängeln muss, ist definitiv der Fingerabdrucksensor. Wie Google sich das antun konnte, dass sie das hier eingebaut haben und ihm so einen offensichtlichen Schwachpunkt verpasst haben, der wirklich kritikwürdig ist, das kann ich nicht verstehen. Die liefern hier ein Teil ab, was wirklich geil ist und bauen da was ein, was, ich weiß nicht, wann gab es so einen Fingerabdrucksensor, der so schlecht war mal? Keine Ahnung. 2, 3, 4 Jahre her, keine Ahnung. Ab wann gab es die? Einer der ersten vielleicht? Ich weiß es nicht. Das ist eine echte Schande. Denn es leidet die Alltagstauglichkeit drunter. Zum Entsperren, wie oft am Tag muss man entsperren? Also laufend. Das ist eine Schande. Aber ansonsten kann ich es wirklich empfehlen. Jo, das soll es mal für heute gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen vielleicht ein bisschen noch bei seiner Entscheidung helfen. Aber es sind ja schon verdammt viele Videos gemacht worden darüber. Deswegen habe ich das auch ein bisschen anders gemacht. Hier einfach im Auto mal. Da habe ich ein bisschen mehr Ruhe. Und es stört mich keiner. Ich habe daheim eigentlich wenig Möglichkeiten, sowas zu machen. Und zeige mich eigentlich auch in Videos nicht so gerne. Ich kann mich selber auch nicht hören. Aber ich riskiere es jetzt einfach mal. Auch auf die Gefahr, dass ich mich lächerlich mache. Ich wünsche euch auf jeden Fall alles Gute. Bleibt gesund und bis zum nächsten Video. Ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Kommentare drunter postet, ob ihr sowas Ähnliches nochmal sehen wollt, ob ihr das in der Art hier nett, sympathisch und gut findet oder ob ich es lieber lassen soll. Macht's gut. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.